letzte Runde in unserer Presserunde Eindruck auf TV Berlin und versuchen, die Frage zu beantworten, ist Europa gewappnet auf das, was da kommt aus Amerika, maybe in den nächsten 6 Jahren, aber in 2 haben wir ganz bestimmt noch bei Trump, und ist die NATO auch sicher vor den Attacken, wird es die NATO noch geben in maybe 6 Jahren, Rüdiger Lenz? Bei der NATO haben wir ein sehr unterschiedliches Bild. Offiziell hat der Präsident sie mehrfach in Frage gestellt. Obsolet, hat er gesagt. Und es dauerte relativ lang, ehe er sich noch sozusagen zu einem öffentlichen Bekenntnis zur NATO bekannt hat. Gleichzeitig hat aber Amerika in Europa erheblich aufgerüstet, fast ohne Kenntnis der Öffentlichkeit. Sie haben mit Mann und Material, auch mit hohen Geldbeträgen, und das muss man Mattis verdanken, dem Verteidigungsminister. Sie haben die Balken gestärkt, sie haben in Polen investiert. Grenze zu Russland. Also da gibt es sozusagen 2 unterschiedliche Politiken. Nur man weiß nicht seit dem Weggang von Mattis, ob dies die offizielle Politik auch des Pentagon weiter sein kann, weil sie vom Präsident stillschweigend akzeptiert worden ist. Ich glaube nicht, dass das amerikanische Militär und das amerikanische Establishment die Bündnisfähigkeit Amerikas, was die NATO anbetrifft, wirklich opfern möchte. Aber dieser Präsident ist eben da auch zu vielen erratischen Handlungen fähig. Handel. Hier hat dieser Weckruf, glaube ich, von Trump durchaus dazu geführt, dass Malmström sich jetzt überhaupt bemüht, ein einheitliches Handelsmandat der Europäer für die künftigen Verhandlungen mit den Amerikanern aufzustellen. Der Druck ist da, der Druck wirkt auch schon, aber Ewald König hat völlig recht. Die diversen Kräfte, Fliehkräfte der Europäer sind im Moment stärker als die Einigungskräfte. Und insofern wird dieses Jahr erheblich entscheidend sein, um zu sehen, ob wir unseren eigenen Akt in Ordnung bringen können. Sie haben den Gedanken Europa aufgebracht. Ist denn Europa insgesamt, die 27 Staaten, England habe ich jetzt schon mal rausgerechnet, überhaupt willens, als Block aufzutreten, als Einheit gegenüber Amerika? Das Problem war, dass die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäer ganz stark dominiert war von den Briten als frühere Weltmacht, als Inhaber eines ständigen Sitzes im UNO-Sicherheitsrat, ja, als Atommacht. Und das wird den Europäern definitiv fehlen. Also ich trauere den Briten nicht wirklich nach, weil sie also immer Bremser waren in der Europäischen Union. Sie haben unglaublich viel gebremst, weil sie immer Angst hatten, dass sie zu viel Souveränität abgeben müssten. Und auch das sollte eine Chance sein, dass in der Europäischen Union jetzt etwas vorangeht, was ich noch nicht erkennen kann. Aber das ist auch ein Grund, warum Großbritannien nicht wirklich ganz stehen gelassen werden soll und dass die Distanz zum Rest der Europäischen Union zu groß werden darf. Aber wie gesagt, ich trauere Ihnen insofern nicht nach. Man sieht, die wissen ja selber nicht, was sie wollen. Ja? Und es ist auch ein Verrat, es ist ja nicht nur ein Austritt aus irgendeinem Club, es ist wirklich ein Verrat an einer sogenannten Wertegemeinschaft. Und der Brexit wird die Europäische Union natürlich drastisch in ganz wichtigen Fragen schwächen. Jetzt darf ich mal widersprechen. Jetzt bin ich mal kontroverse in diese Debatte. Ich trauere den Briten ausgesprochen intensiv nach, weil ich tatsächlich überzeugt bin, gerade wir Deutschen waren ganz entscheidend in Fragen von Wirtschaftspolitik, von Handelspolitik, Finanzstabilität auf die Briten angewiesen. Und gerade, dass die Briten zögerlich waren bei weiteren Schritten der Integration, zeigt sich ja im Nachhinein als richtig. Ich glaube, an der Stelle haben die Deutschen die Integrationsfähigkeit der übrigen Europäer überschätzt und haben insbesondere in der Migrationsfrage gesagt, wir lassen die Menschen rein und danach sorgen wir dafür, dass sie paritätisch und gerecht auf alle europäischen Staaten verteilt werden. Da waren aber die Deutschen die Einzigen, die Angela Merkel, die deutsche Bundesregierung, die Einzigen, die geglaubt haben, das funktioniert. Das war der entscheidende Punkt, weswegen die Briten diese Spannungen oder diese Tendenzen, die immer da waren, nämlich wir treten aus, da dann die Mehrheit bekommen haben. Darum, ich trauere den Briten nach. Es wird für Großbritannien schwierig, wenn sie draußen sind. Es wird aber auch für Deutschland schwierig, weil wir mit den Briten immer noch so einen sehr marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Partner hatten. Und jetzt hat plötzlich das Übergewicht in der EU, haben die Südländer, der Club Mediterranee, diejenigen, die
Gelder umverteilen wollen, anstatt Gelder erstmal haushalterisch zu erwirtschaften. Darum wird das für uns mindestens so, für uns Deutsche speziell, mindestens so schwierig. Das stimmt auf jeden Fall. Da sind wir aber jetzt in der Brexit-Diskussion, die führen wir dann in einer Woche. Ja. Ja, kommen wir mal zurück, 2 Jahre Trump. Und jetzt machen wir nochmal, weil wir gleich am Ende dieser Sendung sind, Herr Lenz, einen Ausblick, nächsten 2 Jahre. Was wird der Trump machen? Wir haben noch nicht geredet über Taiwan. Ja, ein kritischer Punkt. Also Asien ist, glaube ich, mit Sicherheit eine der Konfliktzonen, die sehr schnell wieder nach vorne rücken können, wieder Priorität bekommen können, uns auch direkt betreffen. Das sind unsere Handelswege dort, sind eigentlich primär auch europäische Interessen. Da sind wir quasi überhaupt nicht engagiert. Australien, Neuseeland, Japan warten eigentlich auch auf europäische Unterstützung in ihrer Selbstständigkeitspolitik, auch dort einen eigenen Sicherheitskordon zu schaffen. Ich glaube, das wird eine Herausforderung für die EU. Was Trump macht, wissen wir nicht. Er bleibt unkalkulierbar, er bleibt erratisch. Eine Politik, eine stringente Politik hat er nicht. Die Politik, die er gegenüber China betreibt, ist zum Teil in unserem Interesse, muss man handelspolitisch ganz eindeutig feststellen. Aber die Art, wie er sie betreibt, ist eben außerordentlich risikobeinhaltet, risikoreich. Insofern kann man ihm einerseits nur wünschen, dass er dort zu einem Kompromiss kommt, der dann auch für uns durchaus positiv wäre. Copyright Infringement, also die Frage der Verletzung von Copyright-Rechten, die Frage von Investitionsschutz in China und so weiter. Aber ich würde sagen, ich male ein großes Fragezeichen. Stabiler wird es nicht. Wir haben den europäischen Teil schon behandelt und der weltpolitische sieht nicht besser aus. Das heißt, wenn ich das feststelle, vor 2 Jahren in dieser Runde haben wir gesagt, wenn er erst Präsident ist, dann wird er schon eingenordet, vernünftige Leute um sich herum. Eingehegt. Auch alles nicht eingetreten. Ich auch nicht. Das habe ich nie gesagt. Bitte lest in meinem Buch nach. Trump verrückt die Welt. Ich auch nicht. Nein. Wie heißt das Buch noch? Trump verrückt die Welt. Herbig Verlag. Werbeblock ist jetzt zu Ende. Das ist unglaublich. Was passiert in den nächsten 2 Jahren? Herr Trump, also nichts wissen, alles, was bisher schon skizziert wurde, und es kann auch das Gegenteil eintreten, aber ich möchte sogar einen positiven Punkt herausheben. Das große Ego von Trump und das große Ego von Kim in Nordkorea, die haben sich getroffen, ja, und in der koreanischen Frage, muss ich sagen, hat Trump bisher eine positive Rolle gespielt, was niemand erwartet hätte, dass das jemals funktionieren kann. Also es Sie sind wird, da nahe dran, Sie sind mit einer Koreanerin. Ja, das hat aber damit nichts zu tun, das ist Privatsache. Aber ich verfolge das natürlich auch als außenpolitischer Journalist sehr intensiv. In Kürze gibt es vermutlich ein zweites Gipfeltreffen mit Trump und Kim. Und besetzt sehe ich das alles auf einer positiven Linie und das hätte man sich nicht erwarten können. Und am Schluss bekommt Herr Trump den Friedensnobelpreis? Nein. Mit Sicherheit nicht. Und ich bin auch noch nicht so optimistisch, ob es am Schluss in Sachen Korea wirklich zu einer atomaren Abrüstung Nordkoreas kommt. Im Moment, glaube ich, punktet Kim vor allen Dingen, weil er auf der Weltbühne auf einer Augenhöhe mit den Amerikanern ist. Das war sein Ziel. Das war sein Ziel, das hat er gelungen. Bei Trump ist ja das große Problem, dass er sich eigentlich aus allen Regionen der Welt, also nicht nur aus Syrien, nach Möglichkeit zurückziehen möchte. Das heißt, die Pax Americana, die vorher dominant war, die wird größer. Und da würde dann zum Beispiel China in der Region reinschießen. Überall da, wo ein Vakuum entsteht, die Europäer sind zu schwach, zu uneinig, wird China das machen. Und darum sehe ich das als problematisch. Ich glaube, dass man über Trump auch das eine oder andere Positive sagen sollte. Also natürlich hat er es geschafft, durch eine Steuerreform Amerika noch einmal anzukurbeln. Die Arbeitslosigkeit wirklich signifikant noch weiter nach unten zu bringen, das zu beschleunigen, aber halt auch um den Preis der enormen Neuverschuldung der USA. Das war immer gegen die Herzensangelegenheiten der Republikaner und plötzlich machen die Republikaner so etwas mit. Das hat der amerikanische Präsident Reagan auch schon mal gemacht, Reaganomics. Wir erinnern uns, dann die Folge war eine enorme Überschuldung Amerikas. Und am Ende? Mit der sie immer noch leben, die wir alle mittragen, die China mitträgt. Ja. Wir tragen sie mit, auch durch unsere Handelsbilanzen. Damit ist die Welt nicht instabiler geworden in der Vergangenheit. Sie wird jetzt durch politische Verwerfung instabiler. Und ich muss Reagan verteidigen. Reagan hat durch seine Reaganomics nicht die Verschuldung hochgebracht, sondern dadurch, dass er am Schluss massiv aufgerüstet hat, SDI. Ja. Das war aber gleichzeitig die Voraussetzung dafür, dass die Sowjetunion in die Knie gegangen ist und wir dadurch die Wiedervereinigung Europas und Deutschlands bekommen und haben. Technologische, also daher, und technologischen Fortschritt. Ja, richtig. Herr Lenz, Ihr Ausblick, nächsten 2 Jahre. Die 6 lassen wir mal weg,
Aber erstmal die zwei. Er muss sich ja zur Wiederwahl stellen. Da kommt, wie läuft das in Amerika? Ein Präsident muss auch in die Vorwahlen? Oder natürlich, wie geht das? Er muss sich bekennen dazu, dass er wirklich, und er hat ja schon Vorwahlteams und Vorbereitungsteams geschaffen. Da wird ja auch schon Geld gesammelt für Trump. Also da läuft alles schon, das ist völlig richtig, auf die Schiene zu. Ich will wieder kandidieren. Wird alles im Trump Tower in New York, wie schon beim ersten Mal, gesteuert. Von daher gesehen, denke ich mal, im Moment ist es wahrscheinlicher, dass er wieder antritt und eher unwahrscheinlich, dass ihm aus den republikanischen Reihen ein Widersacher entsteht. Kasich, John Kasich, andere, die immer wieder genannt werden, scheinen sich zwar in Stellung zu bringen, aber keiner wird gegen ihn antreten können, wenn er mit dieser unglaublichen, einerseits dem Amt und andererseits einem großen Geldsammelstelle dann in den Wahlkampf eintritt. Wer wird vielleicht, aber nicht gewinnen. Wer wird denn gegen ihn antreten von den Demokraten? Gute Frage. Da gibt es ja jetzt, glaube ich, schon 5 oder 6, die sich gemeldet haben. Ja, es gibt also in den Zeitungen viele. Ich möchte aber sagen, bevor wir auf die nächsten 2 Jahre spekulieren, schauen wir mal, ob er diesen Shutdown unbeschadet überlebt. Ja, weil da gibt es offenbar schon sehr viel Widerstand von Leuten, die jetzt schon viele Wochen lang 0 Gehalt bekommen haben und die Regierung funktioniert nicht, die Administration. Und vielleicht entwickelt das auch eine eigene Dynamik. Aber wie kriegte man ihn denn weg jetzt? Geht's überhaupt? Nein, Impeachment, haben wir gesagt, geht nicht. Man wird ihn auch nicht für crazy, für verrückt erklären können. Also man muss damit rechnen, man muss damit leben, dass er die nächsten 2 Jahre, wenn nicht irgendwas ganz Außergewöhnliches, Gesundheit dazwischen kommen, die wird er auf jeden Fall im Amt sein. Und man muss jetzt quasi mit dem Unkalkulierbaren anfangen zu kalkulieren. Man muss sich darauf einstellen, dass es nicht mehr verletzlich ist, aber es gibt auch, und da komme ich nochmal zurück auf die Frage nach der NATO, es gibt quasi eine lang anhaltende Intelligenz Washingtons, die gegen die nicht berechenbare Gedankenführung des Präsidenten zuwiderläuft. Diese lang anhaltende Intelligenz Washingtons sagt natürlich auch, wir wollen die NATO erhalten, wir wollen das Bündnis mit Europa erhalten. Und das ist im Grunde stärker am Schluss und verlässlicher als das, was Trump in Frage stellt. Hoffen wir mal so, dass es kommt. Und wir kalkulieren mit dem Unkalkulierbaren und unsere Sendezeit ist leider um. Wir treffen uns in 2 Jahren spätestens wieder. Zwischendurch auch. Aber dann werden wir richtig Bilanz ziehen. Ich bedanke mich bei Rüdiger Lenz, Direktor vom Aspen-Institut. Kleine Werbung für Sie. Kann jeder da Mitglied werden? Jeder, der sich bewirbt und der transatlantisch sozusagen interessiert ist und diese Bindung an Amerika für weiterhin für richtig hält. Wie viel kostet Beitritt? Eintritt? 500 Euro für Erwachsene und 250 für Junioren. Im Jahr? Ja. Und Sie sitzen in der Friedrichstraße? Wir sitzen in der Friedrichstraße 60. So. Herzlich willkommen. Werbeblock auch für Aspen. Yes. Ist abgeschlossen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ewald König vom Korrespondentenbüro. Auch Sie dabei beim Korrespondentenbüro. Kann man sich nur bewerben, wenn man dort arbeiten will. Es gibt viel Arbeit, ja. Viel Arbeit. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Und Ansgar Graf von der Welt, vielen Dank. Und letztes Mal, Ihr Buch heißt Trump verrückt die Welt. So, danke, damit ist auch der Werbeblock zu Ende. Danke, dass Sie 3 hier waren und danke, dass Sie zu Hause zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder, 12 Uhr, wie immer sonntags. Und wenn Sie es nochmal nachsehen wollen, ja, wir haben uns, glaube ich, heute, ich habe mich heute, glaube ich, einmal versprochen in Sachen Treffen mit Putin. Vielleicht war es doch nicht so 5-mal, vielleicht war es weniger. Also vom Geheimtreffen wissen wir nichts, aber dass während der Treffen möglicherweise geheime Absprachen getroffen worden sind, das genau. Wird jetzt vermutet. Richtig gestellt. So, damit ist das auch erledigt und ich hoffe, Sie sind nächste Woche wieder dabei. Bis dahin, danke und tschüss.